alles gehört Allah, dem Herrn der Wilden. Dem Herrn der Wilden, der in seinem ehrwürdigen Buch Koran sagt, und ruf unter den Menschen die Belgefahrt an. Die Belgefahrt an, so werden sie zu dir zu Fuß und auf vielen Hagern reitieren, die aus einem jedem tiefen Basweg da herkommen. Und ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah, dem einen ohne Teilhabe gibt, und Muhammad sein Anbetendiener und sein Gesandter ist. Allahs Segen und Frieden seien auf ihm, auf seinem Gefährten, seinen Angehörigen und all denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Unser Thema von heute geht um ein sehr wichtiges Thema, und zwar um den Al-Hajj, die Belgefahrt. Verehrte Muslime, unsere Religion Islam kümmert sich um nicht nur den Körper, nicht nur die Seele. Gleichermaßen bemüht er sich um die beiden Körper und Seele, um Interesse der individuellen und auch der Gesellschaft aus Vergleichen zwischen dem Körper und Seele. So steht im Islam. Und so passiert beim Al-Hajj die Belgefahrt durch die Seele. Al-Hajj ist die fünfte Säule der fünf Säulen vom Islam. Al-Hajj hat bestimmte Zeit oder geschieht jährlich in bestimmten Zeit, beginnt am 8. Tag des Dhul-Hijjah Monats. Ja, Al-Hajj findet jährlich im Monat Dhul-Hijjah statt. Al-Hajj, verehrte Muslime, ist Allahs Gebot, ist Allahs Recht. Im Koran so auch steht, Allah, der Erhabene, lehrt uns und sagt und zieht den Hajj und die Umrah. Zieht den Hajj und die Umrah für Allah voll. Für Allah voll. Der Muslim soll auch wissen, dass unsere Religion Islam, bietet unserem Körper, unserer Seele das Glück an. Das Glück an. Wenn der Muslim sich entscheidet, den Hajj zu beschließen oder die Umrah, spricht er erstmal davor, dass er sagt, O mein Herr, erleichtert sie und nimmt sie von uns an. Al-Hajj ist ein
Belgifahrt in die Seele, wenn der Mensch eine Reise hat, eine Chance zwar, eine Chance zum Vergnügen, zum Spaß. Was ist denn mit einer Reise, die für Allah ist, die um das Wohlgefallen von Allah hat? Natürlich ist es besser. Al-Hajj ist eine Reise mit allen Anstrengungen, verbunden. Aber gleichzeitig hat auch Spaß. Der Muslim oder der Belgier reist, um Allahs Wohlgefallen zu bekommen. Ja, die Belgifahrt hat auch viele Tugenden im Islam. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lehrte uns und sagte, wer pilgert, ohne dabei zu freveln und ohne dabei zu sündigen, kehrt sündenfrei zurück, wie am Tag, als seine Mutter ihn geboren hat. Auch in einem anderen Überlieferung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagte, der aufrichtig vollzogene hat keinen anderen Lohn als das Paradies. So bietet uns der Hajj an, der 5 Säulen vom Islam. Bei Al-Hajj besuchen der Gläubigen viele schöne Plätze. Der Belgier kann auch 7-mal um die Kaaba umkreisen. As-Sa'i zwischen As-Safa wal Marwata. Auch stehen im Arafah, wie der Prophet uns gelehrt hat, Al-Hajj Arafah. Deswegen soll der Pilger dies alle verinnerlichen und auch verstehen, was er dort machen muss, damit er vermeidet, die schlechten Taten zu machen. Ja, dort es gibt einige Dinge, die als ungültig gelten. Deswegen vermeidet der Belgier, dies zu machen oder zu tun. Der Prophet Abraham alayhi salam hat auch ein Bittgebet und sagte, O unser Herr, ich habe einige aus meiner Nachkommenschaft in einem Tal ohne Pflanzungen bei deinem
geschützten Haus wohnen lassen, o unser Herr. O unser Herr, damit sie das Gebet verrichten, damit sie das Gebet verrichten, so lasse die Herzen einiger Menschen sich ihnen zu neigen und versorge sie mit den Früchten, auf dass sie dankbar sein möget. Al-Hajj bedeutet so viel im Islam und es ist auch uns verpflichtet. Allah, der Erhabene, hat uns Al-Hajj verpflichtet. Deswegen sollen wir das auf der besten Weise machen. Alles Lob gehört Allah, Allahs Segen und der Frieden aus seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Verehrte Muslime, die Pilgerfahrt steht oder gilt als ein kleines Bild. Sie gibt uns das Bild, was im Jenseits passieren wird. Alle Menschen stehen nebeneinander. Der Starke steht neben dem Schwachen. Der Reiche steht neben dem Armen. Alle Menschen stehen nebeneinander. Al-Hajj, die Pilgerfahrt, schaut uns den Zweck und Ziel des Lebens. Ja, die Pilgerfahrt, Al-Hajj, lehrt uns als Muslime ethische Werte, wie zum Beispiel Brüderlichkeit, Liebe, Respekt und andere Begriffe einerseits. Andererseits ist die Pilgerfahrt eine Reise in die Vergangenheit und auch eine Vorbereitung auf die Zukunft. Ja, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Abschiedspredigt und er sagte: O ihr Menschen, achtet auf meine Worte, euer Herr ist einer. Und euer Vater ist auch einer. Und euer Vater ist auch einer. Ihr alle seid Kinder Adams. Und Adam ist aus einem Lehm. Weder der Arabe steht über dem Nicht-Araber und der Nicht-Araber steht über dem Araber. Noch der Hellhäutige steht über dem Dunkelhäutige und der Dunkelhäutige steht über Hellhäutige. Überlegenheit steht in einer Allahs Fürchtigkeit. Allah sagte im Koran, der Erhabene, subhanahu wa ta'ala, sagte, Al-Hajju ist bekannte Monate. Wer in ihnen
wer in ihnen die Durchführung der Belgefahrt, die Durchführung der Belgefahrt macht, der darf keinen Beischlaf ausüben, keinen Frevel begehen und keinen Streit in der Belgefahrt führen und versorge, denn der beste Versorger, der beste Reisevorrat ist der Gottesfürchtigkeit. Und fürchtet mich, o ihr Verstand besitzt. Verehrte Muslime, wir haben eine etwas Wichtiges im Islam, und zwar die Belgefahrt. Deswegen müssen wir das auch auf der besten Weise machen. Ich beende meine Predigt mit dem Bittgebet. O Allah, O Allah, O Allah, leite uns den geraden, rechten Weg. Reinige unser Herzen. Lies uns das Paradies eintreten, O Allah. O Allah, helfe uns dabei, den Al-Hajj und die Umrah vollzuziehen. Amen.